Welches Gemacks? Gemacks, nicht Gewächs. Welches Gemacks hier macht wächst tun? In Deutschsprache fern von Kopf. Hallo und herzlich willkommen, lieber Zuschauer. Ich heiße dich ganz genau. Dich an deinem altertümlichen ermutenden Empfangsgerät. Herzlich willkommen zurück zu Green Hell, Folge Nummer 14. Und wir wollten uns ja schon in der letzten Folge mal so eigentlich in die Richtung da schlagen. Das hat aber nicht so. Da kam ein bisschen was dazwischen. Ja, gut, konnte ich sammeln. Sehr gut. Exzellent, mein Guter. So. Auf Holz, was holen wir nach? Kohlenhydrate sind immer gut. Und diese Früchte geben Kohlenhydrate, weil sie hauptsächlich aus Zucker bestehen. So. Ja, dann. Isst doch den Quatsch und isst den Quatsch auch. Und dann kannst du sie reinpacken. Da hast du jetzt erstmal genügend Fette. Konntest du ein paar Kohlenhydrate da in die Tete packen? Boah, ich muss aufhören. Warum beginne ich denn jetzt immer so mit so einem komischen Humbug? I don't know. Ich kam noch nicht in den Genuss, diesen tollen Speer auszuprobieren. Bin ich verflucht gespannt. Aber ich weiß gar nicht, gegen was. Und was ich den ausprobieren möchte. Ob ich den selbst bauen kann? Habe ich auch noch nicht geguckt. Wo finde ich denn Waffen? Ja, hier ganz bestimmt nicht. Wo finde ich denn Waffen? Hier könnte ich Waffen finden, ne? Schwacher Speer, noch ein Messer. Drei Steinklingen. Die sieht gut aus, ne? Wusste ich gar nicht. Oh, ja, ich habe mir die Stockrüstung einfach wieder gemacht. Nee, diese ganz krassen Sachen, die kriege ich nicht hin. Kann ich gar nicht bauen. Dann kann ich die nur finden, wenn ich da... Oh, Entschuldigung. Einen der Typen vermöbel. Aber hier darf ich nicht runterfallen. Ich glaube, ich habe eben in der Zwischenzeit Molinera-Blätter gesammelt, aber daraus noch kein Pflaster gemacht, ne? Pflaster vor allem. Ja, Pflaster. Nennen wir es Pflaster. Machen wir das auch nochmal. Ich habe noch zwei... Ne, eine. Oh, nur eine Lagerfeuertasche. Ist natürlich übel. Das ist natürlich übel. Nur eine. Aber gut, ich habe auch noch einen Ascheverband. Und im schlimmsten Fall finden wir unterwegs Tabak und machen uns daraus. Ich glaube, der Effekt ist der gleiche. Ob Tabakverband oder Ascheverband. Ich glaube, da tut sich wenig. Kann sein, dass Ascheverband effektiver ist. Oder umgekehrt, der Tabakverband effektiver ist. Ich weiß es doch nicht. Aber allerdings, wir sind hier eine Survival-Sendung. Wir könnten einfach mal gucken. Ist das hier? Nein, das müsste hier sein. So, vergiftete Wunde, nee. Igel, da stehen nur Infos, ne? Verband. Ja, gut. Ja, wir sind, hier bei Tiber Grills, wir sind die mit Abstand beste Survival-Sendung, wie Sie hier sehen. Der Typ hier hat gar keinen Plan. Ist doch egal, ne? Et mach mir einfach... Was? Oh, Menschenfleisch verdorben. Knochen. Die Knochen, die gönne ich mir. Und die Knochen wahrscheinlich wieder eine Tonne schwer sind. Und kann ich sammeln? Und was kommt daraus? Auch natürlich wahrscheinlich Larven. Eine Made, okay. Maden. Och. Her damit. Das Memphis auch. Du kommst. Aber ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wo mich das jetzt hinführt. Wie geil. Doch, mega. Mega! Ich finde immer noch schade, in Folge 10 habe ich das ja schon mal gesagt.
dass ich kein Trockenobst machen kann. Hier am Trockengestell. Das würde ich ziemlich, ziemlich nice finden, ey. Ja, ich würde dich gern bewerfen, aber ich werde dich nicht mit meinem... nicht den Kopf getroffen und schon rennt er weg. Mal schauen, vielleicht kriege ich dich ja noch... Nein! Nein! Survival! Survival! Ja gut, ich muss es nur... Ach, okay, das war auch jetzt kein Dingschwein, sondern ein Tapir. Okay, deshalb habe ich den nicht mit einem Wurf kaputt gekriegt. Da verhält sich das nochmal ein kleines bisschen anders. Ach du Scheiße, und ich bin schon wieder überladen. Dann muss ich die hier so lange lagern. Immer noch überladen. Alter, was ist denn so überschwer? Das Fleisch? Wo ist das viel Fleisch? Es ist so heavy, Alter. Es ist sowas von verflucht heftig. Was ist, wenn ich jetzt mal sage, ich hau den Steinspeer hin? Wie viel wiegt der? Gar nichts. Oh, shit. Okay. Die Knochen wiegen auch nicht so. Ist es jetzt wirklich nur das Fleisch, was so verdammt viel wiegt? Das ist doch... Ich bin jetzt immer noch ziemlich überladen. Ja, in der Hoffnung, dass das Tier einfach liegen bleibt. Immer noch leicht überladen. Na gut. Ich hoffe, auf dem Rückweg denken wir dran. Wow, what the fuck, ey. Alter. Puh. Wo denn? Den her. Haben wir gut gemacht. Haben wir gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Okay, gehen wir hier lang. Boah, gib mir Bananen. Essen. Ja, essen. Kann ich sogar davon noch was nehmen? Kann ich nicht. Was ist, wenn ich das da hinpacke und das dann da hinpacke, wo es nicht hinpasst? Wie wäre das? Drehen? Ne, die sind zu groß, ne? Ach, du heilige Banane. Was ist... Was? Stopp. Ich fress die jetzt hier einfach. Versuch, das da oben hinzupacken. Und irgendwie müsste ich dann doch jetzt Platz haben, oder? Oder? Sehe ich das falsch? Richtig? Sehe ich das richtig falsch? Gut. Auf eine ganz absurde Weise ist das irgendwie... Gut. Das ist aber eine Spinne, ne? Ich sehe sie nicht. Die sind zu klein, ey. Dafür ist es jetzt auch einfach zu dunkel. Es ist einfach zu dunkel. Also ich vermute ja mal... kann ich das nehmen? Und zu überladen? Gut. Wo war das? Folge 9 oder war das Folge 10, wo ich den Jaguar mit einem Schuss gekillt habe? Ich glaube, das wird so nicht mehr vorkommen. Also ich glaube, das wird so nicht mehr vorkommen. Wenn wir sehen, wie schwer das eben war. Eben. In der letzten Folge. Den oben Alligator zu besiegen. Wohin komme ich hier? Wo komme ich hier raus? Und Santa Claus will wissen, wo kommt er hier raus? So, das vielleicht nochmal überprüfen, ob das Tabak ist. Ich kann es nicht genau auseinanderhalten. Tabakblatt, ja perfekt. Dann herstellen. Ich will mit Merkel etwas herstellen. Herstellen, ich will mit Merkel etwas herstellen. Oh,
ist, das ist ja süffig geil, meine Damen und Herren. Das ist ja gut. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das ist so gut, das kann gleich nur in die Hose gehen. Vor allem, weil ich auch überhaupt keinen Check habe von... erstens habe ich keinen Check, wo ich gerade überhaupt langlaufe. Und zweitens habe ich überhaupt keinen Check, was auf mich warten könnte. Und ich habe überhaupt keinen Check, wie ich mir Licht machen kann. Also klar, es gibt eine Fackel, aber ich habe die nicht... Ah, ich müsste die wahrscheinlich ins Lagerfeuer reinlegen. Doch, ich glaube, ich wüsste wie. Aber wäre doch jetzt Schwachsinn, sich ein Lagerfeuer zu machen, in der Hoffnung, dass ich die ganze Zeit eine Fackel in der Hand haben kann, um hier durchzuwatscheln. Wäre auch Schwachsinn. Mann, ja, schau sich doch einer das hier an. Ja, schau sich... Was erwächst hier raus? Welches Gemacks... Gemacks, nicht Gewächs. Welches Gemacks hier macht wächst tun? In Deutschsprache fern von Kopf. Ja. In Deutschsprache fern von Kopf. So. Chips. In die nehmen. Lass ich da auch. Nein! Fall da nicht runter! Wofür wird der Holzlöffel gut sein? Den lasse ich mal liegen. Hab ich damit dann irgendwie, ich habe keine Ahnung. Das ist, es ist cool, dass hier ein Holzlöffel ist. Das habe ich noch nicht gesehen. Das ist eigentlich ziemlich, ziemlich feierlich. Krass, ey. Ich war hier ja schon mal, aber ich meine, ich war hier wirklich in größter Not, als ich hier war. Aber, den Holzlöffel habe ich da nicht gesehen. Aber ja. Ich habe auch das Gefühl, ich war schon öfter hier. Also auf jeden Fall hier in der Nähe. Einmal war ich hier in diesem Drogenlabor. Also wirklich hier drin. Aber ich habe das Gefühl, ich habe mich auch schon öfter hier in der Nähe herumgetrieben. So, Chips und Holzlöffel bleiben hier, bitteschön. Wie wär's, wenn ich mal auf meine Uhr gucke? 50... Habe ich mir mal auf. 20. 20. Na, 28. 20 Süd. Ah, okay. Kann ich bestimmt irgendwie lesen. Werde ich bestimmt irgendwie irgendwann lesen können. Ich kann zwar jetzt gerade schon eigentlich nicht mehr lesen, aber werde ich irgendwann... Wenn ich mir das wieder angucke, bestimmt lesen können. Hätte ich mir das richtig schön reinziehen können und dann werde ich da irgendwas sehen, was irgendwie aussieht wie eine ganz freche Mischung aus Zahl und Buchstabe. Und werde mir denken, gut, was hat der Mann da einfach nur gemacht? Was hat der Mann, derjenige, ich bin, sich dabei nur gedacht? Oui. Das ist auf jeden Fall Musik. Okay. Buenos Dias. Das sieht mir ja so wieder. Da hat aber schon mal jemand seine Spuren hier hinterlassen, hä? Wann war ich hier? Alter, ich dachte, ich... Pilze finde ich gerade auch zu wenig. Ist auch nicht so wichtig. Ich habe Bananen im Inventar, aber... Bin ich gespannt, wo mich das hinführen kann. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich bin. Ja, jetzt weiß ich gefühlt, wo ich bin. Also das habe ich auch bei der Milena gesehen. Das Gute ist, ich habe das Gefühl, dass ich hier, wenn ich in die Richtung weitergehen würde, wieder zum Strand kommen würde.
Ich hoffe, das ist so. Na, da wollte ich dich mal auf die Tauglichkeit prüfen, du doofes Ding. Das ist ja witzig. Da hilft doch nur der gute, alte, dicke, freundliche Speer. Ja, ich weiß, ich werde wahrscheinlich jetzt überladen. Ich meine, ich habe das andere Fleisch einfach schon liegen lassen und pack jetzt das hier ein. Es ist eigentlich senseless, ey. Oh, sorry, yes. It's my English, yes. Oh, it's senseless. Ja, die Gegend sagt mir auch irgendwas. Kann ich gerade gar nicht tragen. Ich würde dich gerne kaputt machen. Um meinen Nahrungshaushalt. Nee, ne? Ernsthaft, warte mal, bin ich hier? An der Bananenplantage? Der Morgen beginnt. Und in dem Dorf, dem ich bin. In dem Dorf, dem. Wollte irgendwas auf morgen beginnt reimen, aber. Das trinke ich, wenn am Morgen. Gerade wenn die Maulvollnis so eingesetzt hat, gibt's eine Banane zwischen der Zähne und so einen Schluck aus der Kokoschale. So. Mhm. 12 Stunden. Ja, daraus werde ich, mach ich daraus? Kann Fleisch verbrennen hier? Ah, Sie sehen, der absolute Survival-Experte ist wieder am Stissel. Ich werde mich hier hinlegen. Stöcker fehlen. Stöcker. Da hänge ich dann einfach hier auf. Ist doch kackegal, ob ich es dann jetzt gleich esse oder nicht. Wenn ich irgendwann hier wieder vorbeikomme und es noch nicht vergammelt ist, ist es gut. Besser jetzt es einfach komplett unbenutzt zu lassen. Ja, ich glaube, das ist gut. Das wird bis morgen früh nicht fertig sein, aber... Gut. Oh, das gefällt mir, meine Damen und Herren. So, brutzeln wir uns hier in die Stinktablette. Was redet der alte Mann da? Was redet der da? So, das Wasser in meinen Flüssigkeitshaushalt. Ich mache weg. Flüssigkeitshaushalt sieht gut aus. Geilo. Vielleicht kann ich ja... Warte mal. Koordinaten. 46W. Und 26S. 26S, Bananenplantage. Ich tue mal so, als hätte ich, wie ich jetzt Bananenplantage geschrieben. So. Wie lange hält das? Drei Tage... Zählt noch am längsten, bedeutet, ich versuche mich damit... was war das jetzt? Pecari. Pecari-Fleisch ist exzellent. Okay. Oh, sehr schön, ey. Oh, ich fühle mich wie ein richtiger Survivalist. So, warte mal. Ja, da hat mich mein Gefühl nicht betrogen. Es geht so in den Süden. Da würde ich gerne auch noch mal... Weiter in die Richtung hin. In Richtung Süden. Weiß nicht, wie lange nehme ich jetzt? Noch gar nicht so lange. Perfekt. Perfekt. Sonst hätte ich jetzt gesagt, machen wir heute eine extra lange Sendung, aber... Oder? Wie lange nehme ich jetzt schon auf? Ja. Nö. Wir machen noch ordentlich. Wir schlagen uns hier durch. Nehmen wir in der letzten Folge das erste Mal... wie ich kämpferisch so richtig erfolgreich war. Und soll jetzt nur schlechter werden. So. Essen, mein Guter. Essen.
Jawohl, sehr gut. Gelobt sei der große Stein. Die Oma. Oh, ich muss das mit der Oma lassen. Ich besing immer die Oma. Essen. Boah, so ein volles Inventar, was Essen angeht. Krassomat, ey. Krassomat. So, links rum oder rechts rum oder. Ist da vielleicht noch irgendwas Interessantes? Ist das die eine? It's a skull! Oh nein, ich bin aber doch. Ich bin gar nicht überladen gerade. Warum? Was war denn so schwer? I don't know, man. I don't know. I just don't know. Natürlich, irgendwie war das Fleisch auch relativ schwer, was ich hier am Anfang rausgehauen habe. Aber. Dass ich jetzt auf einmal so viel leichter bin. Bin ich schon nicht gedacht, hm? Ja, perfekt. Perfekt. Sauber. Trinken. Sammeln. Essen. Boah, wie gut, ey. Wie gut. Ey, wir sind gerade frisch hier unterwegs. Und das sieht verdammt gut aus. Das sieht verdammt gut gerade für uns aus. Ja, die Gürteltiere. Damit habe ich aber immer noch kein Glück. Und ich glaube, ich und die Gürteltiere, wir werden uns nie verstehen. So. Was führt noch mehr in den Süden? Aber hier müsste ich doch bestimmt irgendwo runterspringen, oder? Ich will nicht zu viel rennen, ey. Mit dem langsamen Laufen, das hat sich als echt relativ gut erwiesen. Warum ich den Stock jetzt mitnehme, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich beschlich so ein Gefühl. Nimm, Junge, nimm. Nimm, deine Zuschauer wollen, dass du diesen Stock nun an dich nimmst. Also entweder watsche ich jetzt gerade zurück, was ich nicht wollte. Oder tut sich was Neues für mich? Weiß ich nicht. Ich kann es gerade überhaupt nicht einschätzen. Warte mal, ist das nicht das, wo... Milena runtergesprungen ist? I don't know. Alter, was haben wir hier? Frage für mich. Na, nein. So, das ist nur ein Stein da oben. Das sah im ersten Moment gar nicht schlecht aus. Komm ich da denn irgendwie hin? Dahinter was? Gut, wir sind gerade nicht in Ark, aber ein Ark wäre sicherlich hinter dem Wasserfall irgendeine sehr, 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 sehr tolle Höhle. Gut. Dann probiere ich da auf die andere Seite zu kommen. Das will ich jetzt wissen. Ob da irgendwas ist, was gut für mich ist. Die Sache ist die. Wir werden nicht mehr zurückkommen. Kann der hier lang? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Dass das eine gute Idee wäre. Das eine gute Idee wäre. Muss mal auf ganz gewöhnlichen Deutsch zu sagen. Dat. Wat? Dat. Ey, ich will dahin.
Wie komme ich da hin? Verdammte Axt. Wie komme ich da hin? Kann doch nicht sein. Wir probieren das jetzt. Echt, ich will wissen, ob ich jetzt den Berg umlaufen kann und da hinkommen, wo ich hin will. Kann doch wohl nicht wahr sein. Oder ob das halt hier natürliche Grenzen sind, ne? Boah, ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass wir es zurückschaffen. Aber ist auch eigentlich... Warte mal, was haben wir denn da? Ich dachte, da hätte ich ein Raubtier gesehen. So, wo sind wir eigentlich hier? Komm, ich kann nicht... Da habe ich gedacht, der tut sich weh. Schnell durchs Wasser, bevor mich wieder so ein... Nee, ne? Nee. 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 Was? So, das will ich jetzt wissen. Was sind das für Koordinaten? Das ist meine erste... Jemand, der die fünfte Folge gesehen hat, der wird sich vielleicht erinnern, das ist meine allererste... Mein allererster Versuch hier auf normal, dem normalen Modus zu existieren. So, mit den anderen Wesen zu koexistieren. So, dann mache ich direkt zwei Speicherstände. So, jetzt macht den Egel hier raus. Hier bin ich. Verfluchter Bockmist. Warte. Die Koordinaten muss ich mir auch aufschreiben. Das ist ja geil. Oh. Genau sowas wollte ich schon so lange machen. Es ging aber nicht vorher, weil ich andauernd mein Popo ging auf Grundeis. Ich hätte so eine große Expedition wie heute niemals vorher geschafft. So. 44W. Auch 26S. Ist das richtig? Auch 26. War das jetzt so? 60S. Erster Unterschlupf. Okay. Die Frage, ich will mich trotzdem immer noch dahin durchschlagen. Ich möchte wissen, ob das klappt. Das will ich auch mal wissen, ob ich die Vögel... Oh, es geht. Okay. Noch nie hingekriegt. Ja, als erstes den Pfeil. Dann... schade. Wie kann ich denn da Platz machen? Geht nicht. Da, sehr gut. Okay. Wenn ich das jetzt da einpacke, hat der dann unten Platz? Gut. Okay. Dann haben wir im besten Fall halt noch eine Quelle für Federn. Und für Fleisch. Die Pfeil nehmen. Guck mal. Was ist das denn? Auf meinem Bogen. Wie Pfeil nehmen? Jetzt habe ich mir aus dem Bogen den Pfeil genommen. Weil da zwei drin waren. Okay. Sportlich, junger Mann. Sportlich, sportlich. Dann handeln sie. Dann handeln sie mal. So. Nach oben komme ich nicht, oder was? Doch. Ich glaube, das Mikro nah genug an und das. Probieren wir das. Sieht ja gerade alles nicht schlecht bei uns aus. Oh, das kann natürlich übel jetzt werden. Ah, doch nicht. Hab ich mich hier? Hab ich, glaube ich, schon, ne? Ich habe mich schon mal hier, glaube ich, durch das Wasser gehauen. Okay, probieren wir das. Schnell durch, bevor mich da irgendein Seerochen wieder anschnabbert. Also könnte es sein, dass ich jetzt noch auf dem richtigen Weg bin? Ich weiß es gerade nicht. Kann das sein, dass das, wenn ich das jetzt einfach so sage, die eine Stelle mit der Klapperschlange war, dann wissen Sie, lieber Zuschauer, du, lieber Zuschauer, ja auch nicht, wovon der alte Mann hier redet. Einfach mal essen. Acht Hydration. Okay, habe ich auch noch nicht drauf geachtet. Gut. Bin ich jetzt... Ey, das... Ach,
Ach, das war das erste Mal, wo ich die Seerosenblüte Seerotenblüse, so heißt es, ja? Seerosenblüte gefunden habe. Ey, inwieweit kann ich mich jetzt hier durchschlagen? Und warum kommt mir jetzt nichts mehr böse Gesinntes entgegen? Was ist das denn für ein Tier? Ach, auch ein Gürteltier. Ich sag ja. Also ich könnte hier wahrscheinlich alle... Auf einmal kriege ich den so einfach? Kann doch nicht sein. Jetzt ist nur die Frage, werde ich ja... Wo ist denn der Panzer hin? Ach, der hat wahrscheinlich gar keinen Panzer, deshalb konnte ich den jetzt auch so relativ einfach kaputt machen, ne? Ja, dann war das alles für Nöppes. Sonst hätte ich mir jetzt spontan versucht, eine Gürteltierrüstung zu machen. Aber... war wohl ohne Panzer. Das gute Tier. Aber jetzt ist das schon wieder so ein bisschen wenig, ne? Hier finde ich jetzt so gut wie kein Obst. Ich frage mich, ob, wenn ich mich jetzt hier weiter in diese Richtung versuche durchzuschlagen, ob ich dann irgendwann wieder auf den Strand stoße. Alter, das ist ja gerade so mega spannend. Ach, ich wusste nicht, dass die... Oh, das ist kacke. Dass die Nüsse auch so... auch so relativ schnell verderben. Hätte ich nicht gedacht. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Verdammt. Wow, ey. Das ist jetzt mal... echt abenteuerlich. Boah, finde ich das geil. Wie gut... Oh, wie gut. Das läuft jetzt gerade echt mal relativ gut. Ich bin so glücklich, dass ich da in unserer Base da die Fleischproduktion da mit dem mit der Fleischtrocknung da so an den Start bringen konnte. Boah, dass wir in der letzten Folge den Alligator und die zwei Trottel da besiegen konnten. Boah, ey, das ist so gut, ne? Schade ist natürlich, dass wir jetzt gerade... Ich dachte, hier wäre vielleicht eine natürliche Wasserquelle. Ah, wo sauberes Wasser rauskommt. Dass wir gerade auf überhaupt kein Lager mehr stoßen. Kein neues... Weil ich habe das Gefühl, hier waren wir jetzt gerade noch nicht. Und ich kann... Kann das... Nee, ne? Sag nicht. Oh, wir sind doch... Dann waren wir hier... Das ist die Bananenplantage, ne? Sind wir... Wir sind von der Bananenplantage aus in den Süden. Ist die das wirklich? Das ist die. Naja. Anscheinend bin ich orientierungsmäßig doch noch nicht so weit, wie ich dachte. Ich weiß gar nicht... von wo aus unsere Base hier liegt, ob eher nordwestlich oder nordöstlich. Deshalb weiß ich nicht, ob ich mich südwestlich oder südöstlich weiter durchschlagen müsste. Oder ob die überhaupt im Süden oder Norden... Ich weiß es gerade gar nicht. Warte mal. So, ich habe mir das doch irgendwann aufgeschrieben. So, wo die Base liegt. 51W 19S. So liegt die mehr im Süden. Also müsste ich mehr in den Norden laufen. Dann war das eben schon, glaube ich, ganz richtig, was ich gemacht habe, ne? Aber ich komme da ja jetzt gerade her. Ich habe da so einen Schlenker gemacht. Ach du Schande. Was ist denn da runtergefallen? War da eine Nuss? Ein großer Stein. Ja klar. Oder haben wir es doch wieder. Steine wachsen doch auf Bäumen. Ja, völlig klar.
Das ist völlig klar. Weiß ich nicht, gehen wir jetzt mal diesen Weg. Weg. Diesen Weg. Och, weiche von mir. Guter Weg. Achso. Komm, lass doch noch irgendwas Spannendes hier auftauchen, ne? Ich meine, Expedition an sich schön und gut, aber, eins und Jabahuka würde ich mir ja noch vorknöpfen. Du, würde ich da machen. Na, sie kennen mich doch. Was haben wir denn da? Ist da eine... Sehe ich da aus... Habe ich da jetzt aus der Entfernung eine Höhle gesehen? Alter, keine Ahnung. Ich höre doch irgendein... Ach, da. Ja. Ja. Ob das die Höhle war, in der wir schon mal... Nee, das ist die Skorpionhöhle. So. Kann ich gar nicht mehr nehmen. Zwei Obsidian sogar direkt. Oh. Wenn mich eines der Viecher sticht, bin ich, glaube ich, AA. Vielleicht... Bitte nicht überladen, mein Guter. Mhm. Gut. Na gut, ich könnte natürlich hier einfach... Na gut, ja. Na, bringt mir jetzt auch nichts. Jetzt bin ich auch schon langsam. Hat er jetzt vier Knochen auf einmal genommen, oder was? Was hat der gemacht, der Gute? Der hat doch irgendwas gemacht, was Schwachsinn ist. Immer noch voll überladen. Geht so? Ha? Jack? Geht so? Alles gut. Könnt ihr so laufen, ha? Mein Guter. Gut, ja dann. Cool. Cool, dass wir die gefunden haben. Wie wäre es denn jetzt, wenn wir uns gemeinsam mal auf den Rückweg machen und gucken, was wir in der Zeit noch irgendwie auftun? So. Ich muss darauf jetzt erstmal klarkommen. Die Base liegt im 51 im Westen. Bedeutet, ich muss eigentlich in die Richtung Westen und weniger im Süden. Bedeutet, ich müsste ungefähr so laufen. Stimmt das? Wenn das jetzt nicht stimmt, schiebe ich das auf Sie, lieber Zuschauer. Ich kann dafür... Sicherlich nichts. Probieren wir das mal. So langsam wird er auch ein ganz kleines bisschen müde, unser Jack. Unser Jack. So, wie lange halten die noch? 12 Stunden? Ja, gut. Wird dir schon gut tun, mein Guter. 11 Proteine. Ja, komm, erstmal so ein bisschen... positiv hochzuhalten, das Proteinabkommen. Doch, das ergibt Sinn. Ja, das ergibt Sinn. Mhm. Ich glaube, das ist... Hier war ich, ne? Ganz am Anfang. Irgendwo da müsste dann wahrscheinlich hier mein allererster Unterschlupf liegen. Vermute ich. Keine Ahnung. Aber wir wollen ja zur absoluten Hauptbase zurück. Also wirklich so eine uneinnehmbare Mega-Base. Vielleicht schaffe ich es dann ja doch noch unterwegs, das Tapirfleisch aufzunehmen. Das habe ich nämlich nicht vergessen. Komm, wir machen es doch nicht lange. Mampf ich die einfach. Gut, gut. Leute, wir werden gerade nicht angegriffen. Kein böses Tier hier. Was heißt böses? Ne? Böse ist ja eine Eigenschaft, die man mit der Menschen
Situationen beschreiben oder gewisse Verhaltensweisen beschreiben. Also Tiere sind ja an sich nicht böse. So, darauf wollte ich hinaus. Jetzt habe ich auch genügend Scheiße gelabert. Es reicht. So. Kurzer Check auf die Uhr. So, eigentlich muss ich eher so laufen. Eigentlich. Ich glaube aber, doch, ich habe mich so hier hingeschlagen, glaube ich. Haschmaroldi, Haschmaroldi, nimm die Beine in die Hand, Haschmaroldi. Ist das nicht ein geiler Name für den? Haschmaroldi, finde ich irgendwie besser als Jack. Haschmaroldi. Haschmaroldi, du goldiger Typ, du. Jetzt ist meine Frage, ist das vielleicht sogar der Weg, den ich eben gesucht habe, um... Alter. Shit, ey. Nee, das ist das hier, okay. Ich schau mal auf meine Irrwanderung da. Muss kurz. Komm ich hier überhaupt? Zum Glück ist es noch nicht ganz dunkel, ey. Ja, ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass, wenn ich hier so rumlaufe, dass mir das mehr Aufschluss so darüber gibt, wie hier alles so zusammenhängt. Ich darf mal ganz ehrlich sein. Hat es nicht. So, hier habe ich schon wieder die Vermutung. Das führt mich zu dem Ort, wo ich meinen ersten Unter... Alter. Ich spring jetzt einfach irgendwo hin. Oh. Du rennst lieber weg von mir. Du süßes Mäuslände. Ja. Das ist, glaube ich, perfekt, wie ich gerade laufe. Das ist ziemlich perfekt geraten. Sag doch nicht. Erzähl mir doch keinen wagemutigen Quatsch. Das ist der. Könnte sein, dass ich auch so irgendwie dahin komme. Oh, wo falle ich denn jetzt runter? Dahin kommen könnte. Ich glaube, hier ist alles voller Bienenstöcker. Das kann natürlich jetzt nochmal haarig werden. Aber wir geben unser Bestes. Ich bin immer noch der Meinung, dass da oben das, dieses... Schaffen wir das noch? Das, komm, ist egal. Machen wir heute länger. Das will ich wissen. Boah, das will ich sowas von wissen. Komm. Oh nein, ich habe den Namen vergessen, den ich ihm eben gegeben habe. Haschmaraldak. Haschmaraldak, mach die Egel ab. Sollst dich doch nicht ekeln vor denen. Mensch, das sind eigentlich ganz liebe Viecher. Viecher, vor allen Dingen liebe Viecher. Ja, es ist okay, was ich von mir gebe. Es ist völlig okay. Natürlich kann auch sein, dass ich mich jetzt gerade hier richtig in die Scheiße manövriere. Ne? Elendiges Biest. Komm her, du doofe Natter. Keine Ahnung. Falscher Zeitpunkt, Junge. Falscher Zeitpunkt. Jetzt habe ich echt verdammt wenig Stamina, Alter. Da ist es.
Ich könnte nicht wegrennen. Ist da nur einer? Einer ist natürlich keiner. Nein, das sind mehr. Außer der hat zwei Köpfe. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Ich habe keine Stamina. Shit, das sind viele. Alter. Oh. Oh. Und dann werfe ich den an. Oh. Die werden ganz böse sein. Oh, das schaffe ich nicht. Doch. Warum häng ich fest? Oh. Shit, was ein dummer Scheiß von mir. Er greift die doch mal. Ich mach doch Rechtsklick. Ach so. Okay. 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 Muss erstmal klarkommen. Hast du mich jetzt? Okay, der fällt um. Das ist schon mal ein Träumchen. Das ist schon mal ein Träumchen. Alter, was machst du da? Warum vergehst du dich an dem? Mhm, irgendwie müssen wir das jetzt halbwegs packen, ne? Ah, ich dachte, ich hätte schon erzielt. Alter! Okay, vielleicht verblutet der. Ich hoffe, die kesseln mich nicht irgendwie heftig ein. Alter! Guck mal, da oben. Da sind sie doch auch durchgelaufen. Oder war das jetzt ein... Doch, da oben. Hey Leute, ich brauche Schlaf. Verblute bitte. Einmal verbluten bitte. Okay. Okay. Eigentlich ist das gut, so relativ hier hinter den... du hast einen Bogen. Ich komme nicht weg. Du hast einen Bogen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, okay, gut, 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 gut. Nehme ich mal so an. Finde ich gut. Der hat auch einen Bogen, ne? Ah, Alter! Shit, 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 shit. Warum habe ich denn mein Ding nicht in der Hand? Habe ich nicht mitgekriegt, dass ich das abgelegt habe. Okay, okay. Oh, Schlange, natürlich. Du kommst richtig. Du kommst richtig gut, Schlange. Gutes Timing. Nee. Hör auf. Nein. Oh, schlag mal zu. Was sammeln. Kannst du knicken. Kannst du knicken. Okay, der kann nicht lang genug, Oh, 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 oh. Alter. Alter. Weiß nicht, ich versuch die mal zu sammeln, damit die Knochen oder so, was auch immer übrig bleibt, auf dem Boden liegen bleiben, damit ich das noch aufsammeln kann. Was habe ich denn jetzt? Nee, nee, die müssen auf dem Boden bleiben, das schaffe ich nicht. Das muss ich beim nächsten Mal abholen. Also, ich hoffe, ich schaffe das noch ohne umzukippen zurück.
Stockklinge, ne, sowas brauchen wir nicht mehr. Da sind wir schon besser ausgerüstet. Man hat jetzt nur drei, ich sag mal nur drei, aber ne, komm. Kann ich knicken, ich muss zurück. Klapperschlangenfleisch, Menschenfleisch roh weg, das will ich nicht. Das kannst du selber fressen. Wieso? Ja, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, langsam zurückzukommen. Leute! Ich weiß nicht, wie unterhaltsam ich in der Folge war. Allerdings war das so vom Spielerischen her das Beste, was ich hier in dem Spiel gemacht habe. Weil wir uns einfach mal getraut haben. Und vorher hätte es auch nicht geklappt. Vorher, hatte ich halt... Ja... Entweder immer mit Protein oder mit irgendwas zu kämpfen. Vorher hätte ich das auch nicht geschafft. Es ging halt einfach nicht schneller als jetzt. Aber jetzt ging's und jetzt haben wir das gut gemacht. Wirklich. Nicht schlecht. Leider hat es nicht einmal geregnet in der Zeit. Leider hat es wirklich nicht einmal geregnet in dieser Zeit. So, als allererstes, bevor ich mich hinhau, speichern. Einmal speichern, bitte. Einmal bitte speichern. Dankeschön, mein Guter. Das, komm, schlafen wir gemeinsam. So meinte ich es jetzt. So, lege ich mich hin. Lege ich mich hin. Aber nur ganz kurz. Damit der nicht direkt umkippt. Damit das, was ich im Inventar habe, noch nicht verrottet ist. Was habe ich denn? Lapperschlangenfleisch, Gürteltierfleisch, das da, das auch bitte, ach, ein Papagei, ich bot Papagei schon, 6 Federn, das schmeckt mir doch gut. Und nehme ich für Äppeln? Wie, kein Platz mehr hier drauf. Hm. Müssen wir kurz darüber. Ja, meine Damen und Herren, eigentlich könnte ich ja jetzt schon mal anfangen, hier die Verabschiedung zu machen, auch wenn ich sie gerade nicht angucken kann, weil ich hier gerade durch die Gegend laufe und nicht durch meine Fallen laufen möchte. Ja. Wie gesagt, das war bis jetzt so die erfolgreichste Folge bis dato. Es war verdammt geil. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit und Sie wissen es ja, der Typ hier ist Tybor, aka Tybor Grills, Tybor Grills, und der ist verflucht noch eins raus aus dieser Nummer. Ciao! Ja, ich weiß, ihr wollt mehr von diesem Tybor. Drück in die Mitte. Und kriegt mehr von diesem Tybor. Behalt den Namen Tybor. Behalt ihn in deinem Kopf.